Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge bei der Kettler und Kopf. Ich habe bisschen wieder mal geguckt wie eine Einstellung. Ich war leider beim Traktor und beim Gehen immer auf Vollgas. Das war ungünstig. Und jetzt habe ich das deaktiviert. Mal schauen, ob es auch geht. Das geht nicht. Aber Lenkrad müsste gar nicht gehen. Wir werden mal das senken oder ich. Und dann starten wir mal den Traktor mit Tempomat, denn da kann er leider GPS fahren, ne? Und dann einfach mal Gas geben. Wäre so ein großer Zetter ja lieber gewesen, aber bei den kleinen Feldern macht es ja auch wenig Sinn, ne? Ja, das hat liegen geblieben in der Mitte. Mal sehen, mal nachschauen, ob ich da nochmal nacharbeiten werde oder mal mit dem Ballenpresser rüberfahren werde. Müssen wir mal schauen, weil da muss ich noch ein bisschen üben. Ja, neuer Rechner, neue Einstellung. Und da klappt es sofort, ne? Konnte aber den Spielstand holen. Das war ein Abenteuer. Ein Abenteuer war es nicht, aber ich sag mal, ich habe ja. Entschuldigung. Ich habe ja Gelenk ein bisschen ruckartig, muss ich vielleicht ein bisschen noch kalibrieren. Vielleicht. Baum und sehe nichts. Ja, wollte ich sagen. Achso, den Spielstand muss ich ja vom anderen Rechner rüberholen. Da muss ich immer suchen. Aber ich habe es ja gefunden und zum Glück. Sonst wäre das alles hier. Ganzen Szenario oder die ganzen Tutorials Geschichte gewesen, ne? Und das äußerst ungünstig. Ganz ehrlich, das wäre ja die ein Drittel der Arbeit, dann wäre dann umsonst gewesen, ne? Und das wäre äußerst schade und auch für euch sicherlich langweilig. Das kommt dann auch hinzu. Für mich ist das eine, ich kann es ja trotzdem machen. Aber für Zuschauer interessiert ja letztendlich doppelte Arbeit weniger, ne? Geben wir ein bisschen Gas. Ja, jetzt ist ein bisschen besser geworden. Man muss als Tipp an der Arbeitsbreite vielleicht ein bisschen kleiner gehen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Dann bist du auf der sicheren Seite und nimmt ja alles mit, ne? Hoffe ich jedenfalls. Ja, doch, verzeiht ja. Die Runde geht's. Musik läuft nicht, Augenblick. Das ist immer dasselbe mit dem Bruder, ne? Aber das ist ein Klacks. Ich hab das früher mal anders gemacht. Ja, aber diese Einstellung gibt es nicht mehr. Bei OBS Labs, dass man da den Player eintragen konnte. Ich muss wahrscheinlich Lenkrad noch ein bisschen justieren, das ist ein bisschen noch ruckartig. Aber jetzt muss gehen. Du noch nach links. So. Bisschen Gas geben. Zweiten Gang. Bleibt man pauschal, ne? Vierten. Naja. Jo. TL sehe ich gerade. Zente. Rund 12% Prozessor. Grafikkarte ist bei mir aktuell nicht zu sehen. Na gut. Macht ja nichts. Aber das passt schon so. Temperatur ist in Ordnung. Vielleicht kann ich da ein bisschen höher gehen mit Leistung. Aber da muss ich immer Stück für Stück testen. Und mal sehen, wie die Aufnahmen sind. Normalerweise. Von der Leistung her sind sie genauso gut wie im anderen Rechner, ne? Hätte ich vielleicht anders fahren können. Nö, ne? Nö.
war schon so. Ein bisschen zurückfahren. Vorwärts. TT. V. Glück gehabt, oder? Ich sag immer gedrückt haben, die V. War da nicht gemäht, du. Junge, Junge. Macht aber nichts. Musik läuft nicht, oder nicht? Jetzt aber. Ja, der Player war vorher im System drin gewesen und ich konnte separat einstellen. Jetzt muss ich da mal extra, kann man sagen, am Rechner halt, ne? Ja, heute ist für mich Dienstag. Nehmen wir die Aufnahmen auf für nächste Woche. Ab Samstag. Schönen Sonntag heute. Und halt für nächste Woche. Ne? Samstag, Sonntag. Gestern war Samstag. Heute ist. Die Folge war gestern Samstag und heute ist Sonntag. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Hoffe, ihr habt einen schönen verlebt heute. Und dann wünsche ich noch einen schönen Restsonntag. Und die ersten Aufnahmen, die ich mache, ist die letzte. Ich zeige. Ich habe irgendwann entschieden, ich habe zuerst mal die Marsch angefangen aufzunehmen. Dann kam die Thüringen und dann kam jetzt Kettle und Kopf dazu. Es hat ein bisschen gereizt, ist dasselbe Thema mehr oder weniger und lief bis jetzt ganz gut. Jetzt zur Zeit ein bisschen langweilig ist, weil ziemlich wenig, wenig Arbeit nicht, aber halt nicht so. Junge, ich sehe nächste. Baum. Bist nicht hilfreich, ne? So. Ja, da können wir eine schöne hier Ballen pressen, ne? Die ersten beiden Bahnen sind ein bisschen blöd gelaufen, aber die letzte ganz gut sein. Ich hoffe, dass wir da nicht noch viel nacharbeiten müssen. Zur Not, wenn wir halt die Bahn auch extra fahren mit einer Ballenpresse. Was habe ich geschafft? Das schaffen wir jetzt nicht, du. Dem Kollegen müssen wir noch eine Bahn fahren, du. Aber gut, 100% ist ganz gut, so etwas weniger ist. So kannst du nie Probleme kriegen. Ich werde nicht fertig, ne? Ich will immer die GPS-Steuerung annehmen, ne? Aber mit dann, wenn ich das will. So. Bau und T. Es könnte sein, dass Hintergrundmusik zu laut ist, zu leise ist, aber ich sag mal lieber zu leise als zu laut, ne? Da muss ich ein bisschen justieren, ne? Also. So. Was schreibt der Kollege? Das sieht gut aus. Erste Feld ist quasi geschafft. Wenn du noch etwas übrig ist, kannst du natürlich noch zu Ende warten. Da es nach Regen aussieht, kommt dein Nachbarjunge zur Hilfe und schreibt das zweite Feld. Ihr trefft euch beim Unternehmen, damit du anfangen kannst, das Heu im ersten Feld zu pressen. Na denn? Brauchen wir das nicht machen, ne? So. Und X. B. V. X. Junge, X.
klappt das ein. Aber jetzt geht das. Denn so können wir ja nicht fahren auf Straße, ne? Aber ich kann schon, aber. So. Da fließen wir. Fahren wir zum Lohnunternehmer. Dazu müssen wir links fahren. Jetzt können wir echt mal eine Lenkung nehmen. Boah, der Spaß mit dem Vollgas war sehr, sehr. Naja, gut. Apple GPS fahren, das ist nicht gut. P. Das ist. Da geht man nicht raus. Ja, das können wir auch aktivieren, das Ding. Das geht hier. Müssen wir mal gucken. Ich sehe noch mehr knifflige Symbole. Lenkung ist aber. Euch ist ungünstig. Mal N nehmen, ne? Lass mal automatisch fahren. Lenker muss ich noch einstellen. Das ist so noch nicht optimal. Es reagiert zu spät. Und dann zu heftig. Aber das schaut man ganz kurz in der Zwischenpause. Sei denn, es will jemand sehen, ne? Dann habe ich kein Thema mit. Dann kann ich mal bei Gelegenheit zeigen. Hab ja bei LS ein bisschen Erfahrung und weiß, wie es hingehört, aber hier muss ich mal erstmal testen. Ich glaube, 50% ist zu stark. Aber ich fahre jetzt noch einen Unternehmer. Geben wir den Schwader aus. Nach Regen aus, das ist wie ungünstig, ne? Das ist natürlich sehr, sehr schlecht, ne? Ach so, ich muss da Ballen pressen. Dann hätte ich gesagt, okay, kann er ja Ballen pressen. Ja, habe ich ja gemäht und entsprechend gut geschwattet. Ne? Na gut, muss ich alleine ausbauen. Hier gibt es viele Wege und Straße, das sagt ihr, und viel Wiese. Und keine brauchbaren großen Wälder. So. Wow. Vorwärtsregel kennt er auch nicht. Na, da schon ein großes Feld, ne? Das wäre doch was für mich. Aber garantiert werde ich es nicht leisten können. Aber die ganzen Spielstände, beziehungsweise Spielstand, rübergenommen hierher und warum fertig von Null anfangen müssen. Da wäre was geboren. Gut, das wäre nicht von Schaden gewesen, ne? Aber wie gesagt, das ist ja auch auf Dauer auch langweilig, ne? Wenn man das gleiche macht, ne? Auch für den Zuschauer ist das nicht gerade ideal, ne? Ach du Dicke, ich ahne schon Böses. Auch noch mit, ach ja, kein Autoload, ach ja. Hm. Wo ist die Ballenpresse, Junge? Sehe keine. Ah, da, aber ein Traktor. Wir haben mal Luxus, sag ich dir, du. So. Na, hier mal C. Ich mag die Steuerung besser. Er sieht mir so komisch aus. Da ich gleich mal ein. Wo ist die Ballenpresse? Ich sehe keine. Ich sehe nur einen Traktor mit einem Anhänger. Jupp. So, die Schauer, das soll es auch heute gewesen sein. Ich werde mal gleich nochmal Lego justieren. Dann mal tschüss und ciao.
Bis morgen geht's weiter. Und schönen Dank fürs Reinhauen. Tschüss.